Hallo ihr Lieben, entschuldigt bitte, dass ich am Sonntag kein Video hochgeladen habe. Wir waren am Tag vorher auf eine Hochzeit eingeladen und haben dann auch den Tag danach noch mit unserer Familie verbracht. Unsere Verwandtschaft aus Kanada ist auch gerade da, extra für die Hochzeit angereist. Und ich denke, da kann man verstehen, dass ich das mit dem Video nicht ganz auf die Reihe bekommen habe. Aber heute kommt jetzt nochmal ein Video zur Stubenreinheit. Ich habe das zwar im ein oder anderen Video so ein bisschen mit einfließen lassen, aber scheinbar ist es doch etwas untergegangen, weil ich noch ein paar Nachrichten bekommen habe, ob ich denn nochmal ein Video dazu machen kann. Und genau das folgt jetzt. Also eigentlich kann man sagen, dass Welpen immer müssen. Das heißt, vor allem, wenn ihr gerade mit den Welpen gespielt habt, geht ihr mit ihnen raus. Wenn die Welpen gerade gegessen haben, geht ihr mit ihnen raus. Und vor allen Dingen, wenn sie geschlafen haben und gerade wach werden, sofort den Welpen packen und nach draußen tragen. Ja, auch wenn er eine halbe Stunde bis Stunde mal nicht mehr war, geht ihr natürlich mit dem Welpen raus, also auch zwischendurch. Eigentlich ständig. Wir haben bei unseren Hunden mit sehr, sehr wenig bis gar keine Bestrafung gearbeitet und dafür mit sehr viel Lob. Das heißt, wenn mal ein Malheur passiert ist und ihr seht das auf dem Fußboden, bringt es gar nichts, mit dem Hund zu schimpfen. Er weiß nicht mehr, für was ihr mit dem Hund schimpft, weil das ja schon 5 Minuten oder noch viel länger her ist, dass er das Geschäft auf dem Fußboden oder Teppich verrichtet hat. Das heißt, am besten macht ihr das einfach kommentarlos weg und gut ist. Solltet ihr euren Hund auf frischer Tat ertappen, dann am besten auch gar nicht schimpfen, sondern den Welpen kommentarlos hochnehmen und nach draußen tragen. Ja, sollte das Malheur aber gerade schon in diesem Moment passiert sein, trotzdem einfach den Welpen nehmen und nach draußen tragen, auch wenn kein Tröpfchen mehr aus ihm rauskommt. Sollte dann aber draußen doch noch ein bisschen was rauskommen, dann einfach loben, was das Zeug hält. Und generell immer, wenn er sein Geschäft draußen verrichtet hat, eine Party feiern. Ausflippen und loben und Leckerlis. Ja, wenn man so viel mit dem Hund schimpft, dann sind das meistens die Hunde, die gar nicht mehr in der Gegenwart von Menschen, ja, Pipi oder Kaki machen wollen. Und das sich so lange verkneifen, bis es dann doch wieder in der Wohnung passiert. Deshalb haben wir auf das Schimpfen komplett verzichtet. Wir haben bei Bailey vor allen Dingen nachts mit einer Kennelbox gearbeitet. Da kam sie am Anfang rein. Die Tür wurde auch zugemacht, sodass sie quasi gezwungen wurde, sich zu melden, wenn sie muss. Das hat auch echt prima geklappt. Und ja, das eigene Ohr wird ziemlich geschult dadurch, dass man doch irgendwie immer mit einem Ohr beim Welpen ist. Und wir mussten dann nicht mal mehr die Tür zumachen. Also wir haben das sofort mitbekommen, wenn Bailey sich irgendwie bewegt hat oder aufgestanden ist. Und wir haben es knallhart durchgezogen nachts. Wir sind wirklich, obwohl es total kalt war um diese Jahreszeit noch, ständig mit ihr nach draußen gegangen. Uns ist es nachts auch wirklich kein einziges Mal passiert, dass Bailey reingemacht hat. Fast schon ein Wunder. Sie hat immer nur tagsüber, wenn wir nicht aufgepasst haben, reingemacht und nachts wirklich kein einziges Mal. Das große Geschäft hat sie, glaube ich, generell auch nur zwei, dreimal reingemacht und ja, eigentlich immer mehr Pipi. Jeder Hund braucht natürlich unterschiedlich lang, bis er stubenrein ist. Finde ich aber auch gar nicht schlimm. Da ist einfach jeder anders. Das liegt dann auch oft nicht an euch, sondern einfach an dem Welpen selbst. Und Bailey war ja so circa mit 4 Monaten, würde ich sagen, dann komplett stubenrein. Plio ist ja erst mit 4 Monaten zu uns gekommen und hat dadurch dann auch etwas länger gebraucht und hat immer mal wieder ein bisschen reingepinkelt, mittlerweile natürlich auch komplett gar nicht mehr. Wir sind auch morgens immer sehr, sehr früh aufgestanden, als Bailey noch klein war und eigentlich so um 6, 7 spätestens mit ihr rausgegangen. Und mittlerweile hält sie es wirklich. Also heute war ich erst um 10 mit ihr draußen. Also wenn ihr auch noch andere Tipps habt, dann schreibt die sehr gerne in die Kommentare unten rein. Und ja, falls generell noch irgendwelche Fragen zu dem Video oder der Stubenreinheit sind, auch unten in die Kommentare, die beantworte ich euch dann. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren, denn dann verpasst ihr auch in Zukunft kein Video. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns sehr bald wieder.